Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man die Zukunft verändern will, dass man die Geschichte kennen muss. Oder aber auch, dass man dadurch vermeiden könnte, immer wieder dieselben Fehler zu machen. Ja, was eignet sich eigentlich besser, um sich mit geschichtlichen Fakten auseinanderzusetzen, sind natürlich Bücher. Aber auch Sachbücher, Romane, die geschichtliche Fakten in eine Geschichte verpacken oder aber auch Zeitzeugenberichte. Ja, und ich möchte euch heute ein Buch präsentieren, welches Zeitzeugenberichte zusammenfasst. Genau, hierbei spreche ich von Mich hat Auschwitz nie verlassen, Überlebende berichten, Überlebende des Konzentrationslagers berichten, und zwar von Susanne Bayer und Martin Döri. Hierbei kommen 18 Zeitzeugen zu Wort, welche ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Konzentrationslager Auschwitz mitteilen. Die Geschichten werden dann von den Journalisten niedergeschrieben und hier in diesem Buch zusammengefasst. Das Besondere an diesem Buch ist, dass mit den Zeitzeugen nicht in dem Sinne ein klassisches Interview geführt wurden, also mit Frage-Antwort, sondern dass die Menschen wirklich einfach beginnen zu erzählen und einfach ihre Erfahrungen mitteilen, ohne dass sie durch eine Frage sozusagen unterbrochen werden. Das merkt man auch daran, dass manchmal, bis man zu den Erfahrungen kommt, schon so ein bisschen Zeit vergeht und halt ein kleiner Bogen gezogen wird oder auch ab und zu mal wieder in das jetzige Leben zurückgekehrt wird. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, und es hat mir auch das Gefühl gegeben, dass man bei diesem Bericht oder bei dieser Erzählung so ein stiller Zuhörer war und einfach im hinteren Teil des Raums mitgesessen hat. Jedenfalls ging es mir so. Der Aufbau des Buches ist, dass, wie ich schon gesagt habe, jeder Zeitzeuge 10 bis 15 Seiten bekommt, diese mit verschiedenen vergangenen Bilder, also von der Vergangenheit, oder aber auch jetzige Bilder mit gespickt sind. Wie zum Beispiel, hier ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ältere Bilder mitgezeigt wurden von diesem Otto, und das ist, wenn ich mich recht entsinne, genau, Coco Schumann, aber auch ein etwas neueres Bild. Ich finde, die Bilder haben richtig gut dazu beigetragen, sich in diesen Menschen hineinzuversetzen, ihnen auch auf gewisse Weise zuzuhören oder zu lesen in dem Moment, aber auch um das Gesagte, was niedergeschrieben wurde, auch nochmal drüber nachzudenken und auch nochmal seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Wer sich natürlich mit dem Thema Konzentrationslager Auschwitz schon eine Weile befasst hat, wird natürlich in diesem Buch nichts Neueres erfinden, aber ich finde halt immer, dass es wichtig ist, sich mit dem auseinanderzusetzen, auch wenn man sich mit dem auseinanderzusetzen, was man schon x-mal gehört hat. Weil ich denke auch, mit diesem Thema kann man sich gar nicht genug befassen, weil es so wichtig ist, dass wir diesen Fehler als Menschheit einfach nicht noch einmal begehen. Genau. Was ich an diesem Buch noch sehr gut finde, ist, um noch einen positiven Fakt zu nennen, ist, dass am Anfang eine kurze Einführung nochmal in diese Thematik gegeben wird und dass sie nicht allzu lang ist. Also dass man quasi als Nichtkenner, obwohl das wahrscheinlich sehr selten ist, als Nichtkenner nochmal eine Einführung bekommt, aber so viel genau die richtigen Fakten, aber und als Kenner sozusagen in Anführungsstrichen nicht gelangweilt wird von. Genau, ja,
Dadurch, dass es ja ein Sachbuch ist, beziehungsweise auch ein Zeitzeugenbericht, möchte ich an der Stelle auch gar nicht so viel Kritik üben, weil ich immer denke, dass das sehr, sehr schwer ist, bei solchen Büchern wirklich Kritik zu üben. Klar kann man sagen, an der einen oder anderen Stelle ist die Sprache vielleicht nicht so gut oder ist vielleicht ein bisschen holprig, was ich aber finde, dass es dem Buch überhaupt nicht schadet oder dass man vielleicht doch ab und zu mal ein bisschen ausschweift oder ein bisschen blättern müsste. Aber das finde ich jetzt bei so einem Buch überhaupt nicht schlimm und ich finde, es tut dem Buch auch überhaupt nicht, schadet dem Buch überhaupt nicht. Ich kann euch dieses Buch nur empfehlen, wenn ihr euch mit Auschwitz auseinandersetzen wollt, vielleicht auch so als, als ergänzende Literatur für, wenn man jetzt reines Sachbuch liest oder beziehungsweise ein reines Faktenbuch. Die können ja doch mitunter sehr, nicht ermüdend, aber sehr schwierig sein im Lesen. Aber ich finde, da passt dieses Buch ganz gut und man bekommt wirklich einen hautnahen Eindruck, wie die Menschen das empfunden haben und wie es ihnen dabei ging. Genau. Das Wichtigste ist nämlich, dass Zeitzeugen, die es jetzt noch gibt und uns jetzt noch berichten können, dass man denen Gehör verschafft. Und ich finde, das haben die Autorin und der Autor in diesem Fall sehr, sehr gut geschafft. Genau. Ich möchte euch also zum Abschluss, auch wenn ich das jetzt schon dreimal getan habe, euch dieses Buch empfehlen. Genau. Wenn ihr dieses Buch bereits gelesen habt, würden mich eure Meinung interessieren. Und ansonsten freue ich mich natürlich wieder über einen Kommentar. Und ja, würde mich jetzt mit diesem Video verabschieden und hoffe doch bis bald und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.